will jetzt, es war jetzt wahnsinnig interessant, meiner Meinung nach auch sehr wissenschaftlich. Ich probiere das Ganze jetzt mal ein bisschen vielleicht von der lustigen Seite oder auch ein bisschen von der pragmatischen Seite anzugehen. Open Source in großen Unternehmen, wenn ich größere oder größere Unternehmen sage, was bedeutet eigentlich Open Source Einsatz, was ist zu beachten, wie sieht die Welt aus, muss man jetzt wirklich wahnsinnig viel Checklisten machen oder was sind so die Prinzipien, die eigentlich entscheidend sind und warum setzen große Unternehmen überhaupt Open Source ein? Die erste typische Frage, die immer kommt, ist, ist Open Source billiger? Open Source ist billiger. Wir setzen Open Source ein, weil wir sparen uns unheimlich viel Geld und es ist ganz, ganz toll. Leider, es ist typischerweise nur wenig billiger. De facto, die reinen, wenn ich mir die da anschaue, die kompletten Kosten, nämlich, sind nicht die Lizenzkosten. In den kompletten Kosten kommt sowas wie die TCO zum Tragen, und zwar egal, welche Komponente ich nehme. Ich habe also einen relativ hohen Anteil an zusätzlichen Kosten zu den Lizenzkosten. Ich habe andere Vorteile bei dem Ganzen. Die reine finanzielle Sicht ist es vermutlich niemals. Vielleicht schaffen einige Leute das, dass sie sich aus dem rausbewegen, wo Firmen wirklich dann Apothekerpreise verlangen, was heute typischerweise die wenigsten Softwareunternehmen, das muss man auch mal ehrlich sagen, tun. So wird der Bereich, wo man tatsächlich Geld einsparen kann, sind klassischerweise nicht nur die Lizenzkosten. Was ein viel größerer Punkt ist, Versionswechsel werden auf einmal einfacher. Wer von Ihnen hat schon bei einer größeren Plattform einen Versionswechsel von einem Betriebssystem oder einem Office-Paket mitgemacht? Das ist eine lustige Angelegenheit. Ich habe es vorhin aus der Justiz gehört, das ist von 2005 bis jetzt ein nicht supportetes Office-Paket, finde ich sehr mutig, muss ich ehrlich sagen. Das ist eine der riesengroßen Problematiken. Ich sehe heute schon, das sehe ich bei uns in Int-X-Sessions immer wieder, diese berühmte Timeline, Lebenszeit von Microsoft-Produkten zum Beispiel, es ist nicht nur Microsoft, es sind alle Hersteller. Wie lange wird das Produkt noch supported? Wann ist der Extended Support zu Ende? Wie hängt tatsächlich meine ganze Softwareinfrastruktur an dem Zeugs hinten dran? Das Problem ist ja nicht das Umstellen von einer Software, die man umstellen muss, sondern typischerweise hat man im Idealfall nur ein paar Makros und ein paar Dokumentenvorlagen noch. Normalerweise ist aber gerade im großen Unternehmen eine ganze Infrastruktur dahinter, die umgestellt werden muss. Da kann man dann ohne weiteres auch mal in das Problemlein raufen, dass man überhaupt nicht umstellen kann, weil man nicht zwei konkurrenzierende Produkte hat, die unterschiedliche, genau zeitlich versetzte Timelines gegeneinander haben. Wir haben schon diesen lustigen Effekt gehabt, zum Beispiel mit dem elektronischen Akt. Elektronischer Akt und Unterstützung von Office-Formaten. Das ist ein ziemliches Problem, wo man irgendwann in dem Punkt ist, dass man sagt, man kann eigentlich gar nichts machen. Man muss in irgendeiner Form unsupported bleiben. Warum könnte man jetzt doch anfangen? Ich habe schon vorsichtig damit angefangen. Betrachtet man sich die längerfristige Planung beim Einsatz von Open Source, das ist ein relativ heikles Spiel. Wir rechnen typischerweise heute Abschreibung von Idee-Sachen 4 bis 5 Jahre. Nach 4 bis 5 Jahren, und das zeigt auch, wenn ich mir die Microsoft-Produktkataloge anschaue, wenn ich mir die IBM-Produktkataloge anschaue, egal welchen Hersteller, sehe ich relativ deutlich, typischerweise in der Kategorie zwischen 4 und 6 Jahren bin ich so weit, dass ich entweder über die Supportkosten oder über Reinvestkosten oder über Auslaufen des Produkts das Produkt noch einmal kaufen muss. Das heißt, wenn ich nicht einfach sage, ich lasse das Ding unsupported weiterlaufen, fallen im klassischen Fall nach 5 bis 6 Jahren nochmal die gleichen Lizenzkosten an. Das heißt, ich erhebe alle 6 Jahre, habe ich einmal die kompletten Rollout-Kosten. Wenn man das mit 20.000 Arbeitsplätzen multipliziert, wird das eine lustige Angelegenheit, wird relativ teuer. Also müsste ich eigentlich mir überlegen, wenn ich jetzt Open-Source-Produkte ausrolle, fällt mir dieser Reinvest-Zyklus weg. Das bedeutet, ich müsste eigentlich das tun, wovon mir jeder, der heute mit Wirtschaft und mit Finanzen arbeitet, abrät. Ich muss eigentlich den Reinvestzyklus oder den Betrachtungszeitraum auf 8 oder 10 Jahre ausdehnen. Das ist ein gefährliches Spiel, weil wer will heute in einer mittelfristigen IT-Planung auf 10 Jahre gehen? Aber das ist genau der Punkt, ab dem Moment fängt an, sich Open Source wirklich zu rentieren. Das heißt, ab dem Moment fängt auf einmal an, sich diese Preisspirale nach unten zu drehen.
Ein weiterer Punkt ist der, wo ich immer wieder gesehen habe, deswegen setzen viele, viele Behörden oder behördennahe Institutionen sehr, sehr gerne Open Source ein. Weil wir als Behörden oder behördennahe Institutionen sind an öffentliche Vergabe gebunden. Das kann ein ziemliches Problem werden, dann, wenn man jetzt Testevaluierung macht, wenn man noch nicht so hundertprozentig genau weiß, was man kaufen will, fängt man an und macht eine Testevaluierung mit einem Anbieter. Wenn man jetzt ganz streng nach Vergaberecht geht, müsste ich den bei der danach folgenden Ausschreibung ausschalten. Der hat nämlich einen Wettbewerbsvorteil. Die öffentliche Vergabe ist daher eine relativ heikle Angelegenheit. Viele Leute setzen gerade Open Source in dem Bereich ein, das werden wir nachher noch sehen, wo man nicht so ganz genau weiß, ob man das tatsächlich einsetzen will, in welchem Umfeld. Man kann eine Open-Source-Software ohne eine Beschaffung, in einem kompletten, ohne eine offizielle Beschaffung einsetzen. Ich weiß, das klingt jetzt für viele Softwarehersteller wieder ein bisschen sehr rustikal, aber de facto ist das für uns ein riesengroßer Vorteil. Wir müssen keine Software beschaffen. Was vorhin schon gesagt worden ist, an etlichen Ecken ist Anpassbarkeit. Typischerweise ist Open-Source-Software nicht nur deswegen, weil sie im Source vorliegt, sondern auch deswegen, weil die typischerweise in einem sehr, sehr starken Environment sind, wo sich sehr, sehr viele andere Sachen über Module andocken, mit ihren Interfaces wesentlich besser ausgestattet, sodass es leichter ist, sich anzudocken an dem. Wir haben eigentlich vielfach mit Open-Source-Sachen angefangen, deswegen, wo wir die Verbindung zwischen zwei proprietären Systemen gebraucht haben. Ob man jetzt von der Großanlage, das ist Ewigkeit her, vor 20 Jahren von der Großanlage E-Mail an den VMS-Rechner übermitteln wollte, da hat man irgendein Ding dazwischen gebraucht, da gab es nichts. Da hat man ein Stück Open-Source-Software genommen, einen lustigen kleinen Unix-Rechner, der hat genau das gemacht. Das ist so, so ist vieles der Open-Source-Bereich gerade in den großen Unternehmen entstanden. Ein weiterer Punkt ist natürlich Transparenz durch Quellcode. In der Systemprogrammierung nennt man das so klassisches das Blackbox-System. Jeder Systemprogrammierer kennt das. Er fängt an zu programmieren, er sucht den Fehler, findet den Fehler nicht und irgendwann landet er in so einer Non-Disclosure-Schicht bei kommerzieller Software. Ab dem Moment gibt es keine offizielle Dokumentation mehr, ab dem Moment muss er sich darauf verlassen, das hat so zu funktionieren und das war's. Jemand, der lange Zeit mit der Großanlage gearbeitet hat, kennt noch das andere Problem, das hat nichts mit Open Source zu tun, aber früher hat man den kompletten Quelltext davon mitbekommen. Und gerade Großanlagenprogrammierer sind es gewohnt, sich dann zumindest den Quelltext anzuschauen und schauen, wie funktioniert das wirklich. Und auch im Open Source Bereich sind wir sehr, sehr viel dort, dass wir uns wirklich nur anschauen, wie funktioniert das wirklich. Nicht jetzt, um irgendetwas neu einzubauen, sondern nur zu sehen, was passiert jetzt da wirklich, wo ist das Problem. Natürlich wird das auch immer wieder im Security-Bereich zitiert, es gibt eigentlich keine versteckten Effekte, die dort auftreten und diese Transparenz durch den Quellcode schafft natürlich eine etwas höhere Codesicherheit. Und das nächste ist, neue Technologien sind relativ schnell verfügbar. Wenn ich mir heute die Buzzwords, Social Media, Wikis, Participation, diese Sachen anschaue, das erste, was dort entsteht, ist eine riesengroße Wolke an Open Source Implementierung. Viele, viele Leute wollen damit rumspielen, wollen sich das anschauen und schauen sich im Grunde die neuen Technologien genau in dem Bereich an. Das betrifft selbst solche wahnsinnig uninteressanten Sachen wie TCP/IP Version 6 Implementierung. Die ersten Version 6 Implementierungen waren Open Source Implementierungen. Da hat man mit noch keinem Cisco Router IPv6 sprechen können, da musste man sich zwei Linux-Boxen hinstellen, wenn man ausprobieren wollte, wie man das machen soll. Das heißt, die neuen Technologien kommen sehr, sehr viel genau aus diesem Bereich. Und das Standardwort, was immer wieder auftaucht, es gibt kein Vendor-Login. Es gibt vielleicht kein Vendor-Login, aber vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen auf die Probleme dabei zu. Ich kann mir ohne weiteres auch ein Open-Source-Login vorstellen. Das heißt, dass man irgendwo in einer Lösung landet, die aufgegeben wird, die verendet und ich hinterher wahnsinnige Probleme habe, dort rauszukommen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich den Source Code selber übernehmen muss. Was unter Umständen auch nicht immer ganz vernünftig ist, aber das kann man tun. Ich fange mal an, ein paar klassische Beispiele zu zitieren. Es gibt einen Teil der Infrastruktur, wo der Open Source Markt schlicht und einfach den kommerziellen Markt eliminiert hat. Wenn ich mir den Bereich anschaue, Wikis, Blogs, CMS-Systeme. Mit viel Mühe fällt mir heute ein einziger großer Anbieter an, der ein kommerzielles Wiki anbietet.
sonst würde mir keiner einfallen. Im Blog-Bereich ist das ähnlich. Blogs, außer irgendwelchen wahnsinnigen Spartenangelegenheiten, wenn man sich mit Blogs beschäftigen will, landet man standardmäßig auf Open-Source-Systemen. Im CMS-Bereich ist das ähnlich. Die Top-CMS-Systeme heute am Markt, auch das, was man als Enterprise-CMS oder sonst was bezeichnet, sind typischerweise Open-Source-Systeme. Die kommerziellen Systeme haben sich dort nur noch eine sehr, sehr, sehr kleine Lücke behalten. Ein weiteres Beispiel ist natürlich alles, was mit Webservern zu tun hat. Es gibt heute wirklich keine Firma mehr, die ernsthaft von sich behaupten kann, dass sie wirklich nur mit einem Webserver irgendwie Geld verdienen könnte. Das ist vorbei. Selbst Microsoft schenkt den IIS typischerweise dazu. Aber ob man jetzt so eine Apache Nginx oder einer dieser selbst hochspezialisierten Server hat, die sind alle aus dem Open-Source-Bereich. Und lustigerweise hat sich das in dem Bereich der Application-Server immer mehr manifestiert. Application-Server sind lustigerweise, das ist eine Zeit lang im Business gerade Java Application Server, das ist das gewesen, wo die großen Softwareanbieter gedacht haben, das ist ihre Super Cache, da können sie wahnsinnig viel Geld mitverdienen. Der Markt ist tot, der ist weg. Selbst Firmen wie IBM, die früher sehr, sehr stark in dem Bereich waren, haben mittlerweile geschwenkt. Und selbst Oracle, die sonst dort sehr eigenartig unterwegs sind, basteln momentan an einem schwächeren Application Service. Das Weitere ist Entwicklungsumgebung. Das ist so der Bereich, wo eigentlich die Open-Source-Community herkommt, weil das Typische ist, ein Programmierer programmiert klassischerweise als erstes mal für sich selber. Und das heißt, die Entwicklungsumgebung waren die ersten, die ausgebaut worden sind. Und waren auch die, die heute, wo schlicht und einfach heute selbst große kommerzielle Unternehmen sagen, sie können doch irgendwelche Add-ons anbieten für Entwicklungsumgebungen, aber ernsthaft eine Entwicklungsumgebung zu verkaufen, das schafft heute keiner mehr, zumindest nicht für die Standardumgebung wie, ich sag mal, Java, C-Sharp oder die Standardprogrammiersprachen. Das sieht unter Umständen anders aus, wenn es sehr spezifische Sprachen sind, aber selbst dort, wenn man sich SAP zum Beispiel anschaut, Die SAP-Entwicklungsumgebung ist Eclipse-basiert. Das sind nichts anderes als Plugins in eine Entwicklungsumgebung hinein, aber die eigentliche Entwicklungsumgebung ist OSS. Als letzter Beispielteil, natürlich Linux setzen heute fast alle Unternehmen, zumindest im Serverbereich, im großen Feld Linux ein. Das heißt, zumindest dann, wenn sie über eine gewisse Anzahl an Servern hinausgehen, wo es einfach nicht mehr geht, dass man jetzt nur alles auf einem einzigen oder auf zwei Servern betreibt, ist Linux heute eigentlich State of the Art und Standard. Das geht so weit, dass in vielen Sachen Linux drin ist, wo die Leute das gar nicht vermuten. Ich will jetzt die Android-Handys nicht zitieren, aber wer von Ihnen VMware einsetzt, die VMware-Server basieren ganz genauso auf dem Linux-Kernel. Das sieht man halt nicht, das ist wunderschön versteckt, aber de facto passiert das. Low-End-Router sowieso, Telefonanlagen mittlerweile ganz genauso. Also das ist sehr, sehr common geworden. Und natürlich der riesengroße Markt der Administrationstools. Das heißt, in dem Bereich, wo Administration im größeren Maßstab betrieben wird, kann man davon ausgehen, dass das ca. 90% des Marktes ist, wo Administration mitgemacht wird. Selbst die großen Hersteller der Management-Konsolen für Netzwerke geraten mittlerweile ziemlich massiv unter Beschuss von Nagios und Nagios-Plugins, die immer mehr um sich greifen, sodass selbst die Sachen, wo früher rein kommerziell gemanagt wurde, immer mehr in den Open-Source-Bereich reinwandert. Was man nicht vergessen darf, sind die kleinen Helferlein am Desktop. Ich habe mir das bei uns mal angeschaut, bei uns ist in dem zentralen Bereich, was wir an Software unseren Kunden, also den Magistratsbediensteten, abgeben kostenfrei, sind mittlerweile, ich glaube, 25 oder 30 Open-Source-Tools dabei. Unterschiedlichster Art und Weise. Ob das jetzt nur ein PDF-Creator unter Windows ist, oder ob das ein Mindmapping-Programm ist, oder das ist FreeMind, oder irgendwelche GIMP-Plugins oder GIMP selber. Es gibt X-Tools, die mittlerweile sehr, sehr üblich sind und die viele, viele der Leute einsetzen. Was auch ohne weiteres Sinn macht. Kommen wir zu den Stolpersteinen. Sehr exotische Projekte von eigenartigen Programmierern, programmiert nach viel Alkoholgenuss in 3 Tagen.
Es gibt ohne weiteres immer wieder Open-Source-Projekte, die angelegt werden, wo man merkt, das sollte ein Schnellschuss werden. Da haben sich drei Leute zusammengesetzt und fanden das ganz super, haben das angefangen, haben möglichst eine sehr verbreitete Programmiersprache genommen, was mir jetzt momentan einfällt. Haskell ist, glaube ich, sehr beliebt. Und haben das programmiert, wobei aber die Leute, die das programmiert haben, eigentlich keine Haskell-Programmierer, sondern C++-Programmierer waren. Das heißt, das Ding sieht nicht aus wie ein Haskell-Programm, sondern wie ein C++-Programm. Das kann man jetzt beliebig weiterspinnen. Was heißen soll es, wenn ich im Enterprise-Bereich ein Programm oder ein Paket einsetze, sollte ich eigentlich die gleichen Regeln beachten, die ich beachte, wenn ich mir ein kommerzielles Tool kaufe und das sauber beschaffe. Das heißt, das sollte vernünftig eine bestimmte Maturity haben, das heißt, das sollte irgendwie eine Community haben, die dahinter steht idealerweise, das sollte irgendjemand zumindest mal geschaut haben, verwenden die ein Versionsmanagement oder machen die das irgendwie, wie wird das gemanagt, stehen dort Leute dahinter oder sind das nur irgendwelche lustigen 5 Gmail-Adressen, wo kein Mensch weiß, wer da dahinter steckt, wie ist das, man muss sich so ein bisschen das Umfeld anschauen, wo das ist, unter welchen Lizenzbedingungen ist das veröffentlicht, ist das sauber, ist das in irgendeiner Form gemanagt. Zweiter Punkt, wir haben ja den Source Code und können unsere Änderungen einbauen, das braucht ja keiner merken, was wir tun. Ich muss ehrlich sagen, wir haben das selber gemacht und haben dafür 3 oder 4 Jahre lang ziemlich gebüßt. Wir haben magistratsweit Samba eingesetzt, in einem älteren Release, Samba 2, und haben dort speziellen Code mit eingefügt, den wir leider nie zurückbekommen haben in den Core-Samba-Teil, nämlich über Access-Control-Lists. Und haben anschließend 2 Jahre gebraucht, um diesen Code wieder rauszubringen, damit wir hinterher auf Samba 3 umsteigen konnten. Das ist noch eine sanfte Angelegenheit. Ich kenne andere Leute, die massiv im Source schlicht und einfach rumgebaut haben, an irgendwelchen Stellen im Source Code direkt, man nennt das Monkey Patching, Monkey gepatcht haben, und sich dann hinterher gewundert haben, dass sie noch nicht mal ein kleines Patch Release davon hochziehen konnten, weil jedes Mal es riesengroße Probleme gehabt hat, das hinterher zu integrieren. Also die Regel muss sein, wenn ich etwas ändere an dem Ding, entweder ich nehme nur dokumentierte Schnittstellen, wo ich es ändern kann, und idealerweise ich probiere, dass wenn ich der Meinung bin, es ist vernünftig, in Diskussion mit den Entwicklern zu treten, ob die das mit, zumindest als Seitenast mit in ihre Distribution aufnehmen. Das Runterladen und Hin- und Her-Patchen ist auch im Internet nicht wahnsinnig beliebt bei Open-Source-Entwicklern und führt immer wieder zu massiven Problemen. Unser Admin hat letzte Nacht das Tool gefunden und dann haben wir das gleich auf dem SAP-Datenbank-Server installiert. Auch das passiert immer wieder. Bei den meisten Organisationen ist Open Source als Grassroots entstanden. Das heißt, typischerweise kommt es aus der Systemprogrammierung, kommt aus dem Administrationsbereich. Die haben sich ihre Tools runtergeladen und haben vielfach gespielt und haben sie ihre Infrastruktur dort aufgebaut. Das ist ganz super, wenn man das in einem Test-Environment. Das ist nicht so super, wenn man das in einem Produktionsumfeld macht. Die SAP-Datenbank-Server waren vermutlich das absolute Worst-Case-Szenario. Meiner Meinung nach, wenn man SAP-CCC ist, verliert man schlagartig den Support für das ganze Ding. Und zwar nicht nur für den Datenbank-Server, sondern, glaube ich, so ziemlich für alles dort. Also eigentlich müssen das, was wir gelernt haben, ob das jetzt nun ITIL oder was auch immer ist, welche Deploy-Mechanismen wir gelernt haben, was wir getan haben, auch das muss für Open-Source-Software gelten, auch wenn das Zeugs nichts kostet. Das kann ganz genauso gefährlich sein und geschützt vor Fehlern ist keiner. Da haben wir den Quelltext bekommen, da ist das Open-Source und wir können damit machen, was wir wollen. Wir haben vorhin schon einen kleinen Ausflug in das Minenfeld der Lizenzen gemacht. Es gibt sehr viele Hersteller, die mittlerweile sogar den kompletten Quellcode hergeben, ohne dass das in irgendeiner Form Open Source ist. Also man sollte sich sehr, sehr gut anschauen, ist das Open Source, welche Lizenz ist das, welche Bedingungen sind da dran geknüpft, wie weit kann ich das in mein Umfeld integrieren. Und was kann mir auch passieren, ist, dass ich, wenn ich einen eigenartigen Seitenast selbst eines GPL-Systems habe und das,
was ein ganz typischer Fall ist, meinen Kunden gebe, das ist in dem Fall ein Redistribution. Das kann mir passieren, dass ich dann diesen Code zwangsweise offenlegen muss, weil die GPL das vorschreibt. Wenn ich das in meiner eigenen Organisation halte, geht das unter Umständen noch. Aber wenn ich nur Kunden habe, die eigentlich eine andere Rechtsperson sind, müsste ich diese Sachen offen zur Verfügung stellen. Das kann nicht immer, manchmal ist das nicht im Interesse des Unternehmens, was ich auch verstehen kann. Aber das muss man einfach beachten, wenn man so etwas einsetzt. Ganz so schlimm ist es nicht. Es gibt auch genug Argumente für Open Source. Ich habe ihn vorhin schon kurz darauf eingegangen. Open Source ist beim besten Willen nicht mehr exotisch. Wir verwenden es heute fast alle, fast überall. Und selbst wenn man sich die exotischsten Geräte zum Teil anschaut, ich bleibe mal bei dem Äpfelchen, was wir jetzt hier so etliche Leute haben, wenn man sich das Core Framework von Apple zum Beispiel anschaut, da ist ca. 60-70% Open Source. Selbst in einem iPhone, was ziemlich Closed Box ist. Und ganz davon abgesehen, das Internet gäbe es ohne Open Source überhaupt gar nicht. Auch für Open Source Systeme kann man Support kaufen. Aber man muss es nicht unbedingt. Man kann sich auch selber Support dafür aufbauen. Ich bin kein Freund davon, als Rechenzentrum nach der Methode Fire and Forget zu arbeiten. Das heißt, wir laden es runter, installieren es beim Kunden mal und schauen mal, was passiert. Wenn was passiert, dann müssen wir uns halt Support noch hinterher dazu kaufen oder müssen überlegen, ob wir selber Leute dafür ausbilden. Meiner Meinung nach ist es so, wenn ich so etwas einsetze, sollte ich zumindest selber ein Basiswissen haben oder mir den Support dazu kaufen. Anders ist es also unserer Meinung nach nicht wirklich ausrollbar zu einem Endkunden. Der große Vorteil ist, typischerweise kann man sich aussuchen, von wem man den Support haben will. Das ändert die ganze Softwarelandschaft ein bisschen, weil ich mir nämlich natürlich aussuchen kann, ob ich jetzt, wenn ich jetzt Linux nehme, ob ich den Support bei Red Hat kaufe oder ob ich den Support bei SUSE Novell kaufe oder unter Umständen bei einem kleinen lokalen Anbieter. Da kann es mir natürlich passieren, dass ich den Support für Linux nur dann bekomme, den Support für einen SAP-Datenbankserver nur dann bekomme, wenn ich einen Red Hat-Vertrag nachweisen kann. Das ist aber eine andere Liga, das ist eine andere Baustelle. Ich kann mir aber jedenfalls selber aussuchen, welchen Support brauche ich und in welchem Level brauche ich ihn und wo brauche ich ihn. Und von welchem Anbieter beziehe ich ihn. Und das kann ein sehr, sehr ausschlagkräftiges Argument sein. Was immer wieder auffällt, ist, Open Source bindet sich viel stärker an Standards. Typischerweise, das kann man sich überlegen, Open-Source-Programmierer, die Open-Source-Projekte leiten oder in Open-Source-Projekten arbeiten, deren Ziel ist es ja, zu koexistieren mit anderen. Das heißt, die wollen ja in einer Infrastruktur arbeiten. Wenn ich ein System schreibe im Open-Source, ist ja nicht mein Ziel, mich möglichst weit abzugrenzen, sondern ich möchte ja, dass möglichst viele Leute das einsetzen. Das bedeutet, ich schaue, dass ich möglichst an vielen Ecken andocken kann. Das ist zum Teil das, was bei einem kommerziellen Hersteller genau entgegen der Interesse, der Standardinteressen ist. Und das Zweite ist, Open Source kommt für Benutzer und für Benutzer. Es passiert viel weniger, dass man in einer Featureitis endet, wo man eigentlich nicht mehr so ganz genau weiß, wozu man das jetzt nun braucht, außer dass es eine neue Versionsnummer hat. Ich muss jetzt doch den Seitenhieb loswerden. Ehrlich gesagt, ich habe noch nicht verstanden, warum ich von Microsoft Office 2007 auf Microsoft Office 2010 wechseln muss und mit mir der ganze Magistrat. Weil ich vermute mal, 80% der Leute würden mit dem WordPad auch auskommen. Ich flame off, ich ziehe das jetzt wieder zurück. Aber das ist so eine der Sachen, wo man sich so schon sehr gut überlegen muss, brauche ich jetzt wirklich das Feature oder will ich es eigentlich nicht haben? By the way, in Open Source ist eigentlich typischerweise sogar das Gegenteil der Fall. Normalerweise tun sich gerade die größeren Systeme
Major-Release-Wechsel sehr, sehr ungern und sehr, sehr schwerwiegend an, weil das nämlich heißt, dass man vermutlich irgendwelche Migrationstools schreiben muss, dass man irgendwelche unzufriedenen Anbieter-Anwender hat, irgendjemanden, der in Forum, Zeta und Mordio schreit, dass das alte doch viel schöner und viel hübscher war. Deswegen ist es typischerweise so, dass im Open-Source-Bereich die Sachen viel, viel länger stable auf einem Release bleiben, bevor sie einen Release-Wechsel machen. Da ist der Release-Wechsel ein Frust und nicht die Quelle einer neuen monetären Einnahme. Das ist der Hauptunterschied. Release-Wechsels in den OSS-Systemen sind leichter zu bewerkstelligen, weil die strenge Terminbindung fehlt. Also wenn man in einem Open-Source, in einem der größeren Open-Source-Projekte in dem Bereich reinläuft, dass die Community sagt, das Ding ist jetzt wirklich überhaupt nicht mehr supported, dann hat man sehr alte Software eingesetzt. Das bedeutet aber auch, ich kann ohne weiteres ein bisschen entkoppeln. Wir haben zum Beispiel zum Teil noch OpenOffice 2 eingesetzt an vielen Ecken. Dort gibt es mittlerweile sogar Backpatches, das heißt, dass Security-Patches, die eigentlich für OpenOffice 3 schon waren, von einigen Leuten gemacht worden sind für alte OpenOffice 2-Installationen. Und OpenOffice 2 ist wirklich mittlerweile sehr, sehr alt. Was ist die besondere Domäne von Open-Source-Systemen? Lust auf Spielen mit Web 2.0-Methoden, lokales Facebook, Blogs, Wikis im internen Netz, das ist so eine ganz typische Domäne. Man kann erstmal ausprobieren, man probiert 3 bis 4 Produkte aus. Das ist was, wo ich mir mit einem kommerziellen Produkt typischerweise relativ schwer tue. Kollaboration. Alles, was mit Collaboration-Tools heute zu tun hat, ist typischerweise im Open-Source-Bereich. Und wenn man sich jetzt anschaut, was man tatsächlich an Collaboration-Tools einsetzen möchte, empfehle ich jedem, sich mal die Kanzleilehrlinge anzuschauen. Oder die Sekretärin oder sonst irgendetwas. Typischerweise ist es nämlich momentan der Fall, dass im Privatbereich Kollaboration und Austausch über Internet weitaus intensiver und besser betrieben wird, als es in klassischen großen Enterprise-Networks passiert. Das heißt, die jabbern und die arbeiten mit Google Talk und Videokonferenzen und all möglichen Sachen, bevor man das überhaupt noch irgendwo eingesetzt hat. Und wir tun uns als Organisationen typischerweise viel, viel schwerer als in dem Bereich. Und natürlich, einem Endkunden, jemand, der zu Hause seinen PC installiert hat, dem kann man nicht um 30 Euro ein Kollaborationstool verkaufen, sondern der will das für nichts haben, für umsonst. Dort ist auch die Open-Source-Welt sehr, sehr stark, weil dort auch der Bedarf an Kommunikation sehr hoch ist. Das Gleiche gilt auch bei Mitarbeitern, die verteilt arbeiten über viele Standorte. Natürlich, große Open-Source-Communities sind über die ganze Welt verteilt und damit haben die einen sehr, sehr hohen Eigenbedarf, daran Kollaboration zu machen. Daher sind bei denen die Tools auch am besten ausgebildet. Developer-Networks, die weltweit funktionieren, arbeiten heute fast durchgängig nur mit Open-Source-Tools. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen eine Idee gegeben, wenn Sie es noch nicht einsetzen, dass Sie es einsetzen sollten, wobei ich fast vermute, wenn Sie in einer großen Organisation arbeiten, setzen Sie Open-Source an etlichen Ecken ein, unter Umständen auch ohne, dass es die Corporate IT wirklich weiß. Gut, Fragen habe ich gehört, sollten hinterher zu sein. Ich bin jetzt auf 27,5 Minuten. Also muss ich genau.